So, 2023 war das Jahr der Amazon-Seller. Noch nie in der Geschichte oder seitdem ich Amazon FBA mache, war es möglich, so hohe Margen so schnell zu erzielen. Wir sprechen von 20, 25, 30% vom Umsatz. Und wenn man mal das Ganze durchdenkt, bedeutet, es ist eigentlich nicht wirklich kompliziert, mit einem Produkt mal auf 10.000, 20.000 Euro Monatsumsatz zu kommen. Das ist nichts Überdurchschnittliches. Und wenn wir davon jetzt mal 20, 30% nehmen, dann bedeutet das einfach mal direkt pro Monat 4, 5, 6, 7.000 Euro reiner Profit mit nur einem Produkt als Amazon-Verkäufer. Absolut brillant. 2024 stehen aber schlechte Zeiten bevor. Fragezeichen, denn es gibt drei wirklich, ja, dramatische Ereignisse, die die Gebühren und auch die Kosten für uns als Amazon-Seller massivst beeinflussen werden. Und ich möchte diese drei Punkte nennen in diesem Video und gleichzeitig natürlich auch eine, ja, Möglichkeit geben, wie wir e-commerce.de, ich selbst mit meinen eigenen Produkten, aber auch unsere Teilnehmer darauf reagieren werden, um diese Gebühren so gut es geht, denn es ist kein Clickbait, es sind echte Gebühren, es sind echte Kosten, die auf dich zukommen, im Grunde genommen auszuweichen oder vielleicht sogar einen Profit daraus zu schlagen. Sehr, sehr, sehr spannend. Also unbedingt dranbleiben und komplettes Video sehen, wenn du auf Amazon verkaufst oder das Ganze vorhast. Ganz kurze Unterbrechung für eine unglaublich wichtige Ankündigung für jeden von euch da draußen, der mit Amazon FBA 2024 starten möchte und das Ganze ernsthaft aufbauen will und am Ende des Tages auch fette Margen und Erfolge einfahren will, und zwar ohne vorher zwei, dreimal auf die Schnauze fallen zu müssen. Wir veranstalten am 3. und 4. Februar in Köln die SellerCon 2024, das beliebteste und vor allem erfolgreichste Amazon FBA Live Event in ganz Europa. Ja, das sage ich nicht nur so, das ist so. Wir hatten letztes Jahr über 2000 begeisterte Teilnehmer, die das Ding weiterempfohlen haben. Deswegen setzen wir dieses Jahr nochmal einen drauf und treffen uns in der Motorworld. Das perfekte Setup, um mit Amazon FBA zu starten. Zwei Tage Netzwerk, Information, Knowledge. Auch auf Punkte, die in diesem Video genannt werden, gehen wir natürlich ein. Also Ticket holen, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Punkt Nummer 1 ist jetzt schon einen Tag her, aber trotzdem eigentlich brandaktuell, das Thema Suezkanal und irgendwelche Terrororganisationen feuern Raketen, Sprengsätze, Drohnen und so weiter und so fort auf westliche Handelsschiffe, die durch den Suezkanal fahren. Kurz für dich zur Information, alle Schiffe, die aus China nach Europa fahren, also auch nicht nur nach Deutschland, sondern die aus China, Asien oder sonst diesem gesamten Raum kommen und hier zu uns kommen, also deine Ware nach Deutschland transportieren, fahren in der Regel durch diesen Suezkanal durch. Wir erinnern uns 2021, als dort diese wunderschöne Evergiven komplett quer stand und diese witzigen Meme-Bilder entstanden sind mit dem Bagger, der versucht hat, dieses riesige querstehende Schiff daraus zu tragen, hat zur Folge, dass sich einige der größeren Reedereien dazu entschlossen haben, diesen Kanal nicht mehr zu durchfahren, dadurch das Schiff einen riesengroßen Bogen drehen muss, das ungefähr eine Woche bis zwei Wochen länger auf See unterwegs sein wird und dadurch natürlich auch die Preise ansteigen. Du kannst ungefähr davon ausgehen, dass das 0,5 bis 1% deiner Marge auf Amazon frisst, was jetzt sich nicht dramatisch anhört, aber natürlich trotzdem ein zusätzlicher Kostenpunkt ist und vor allem, es dauert dadurch natürlich einen Ticken länger, bis die Ware bei uns in Deutschland ist. Klar, das wird nicht sein, was jetzt über ein, zwei oder drei Jahre anhalten wird. Die USA und andere Militärmächte sind schon dabei, da Kriegsschiffen zu intervenieren und alles, was da so an Geschossen rumfliegt, abzufangen und zurückzuschießen, denke ich mal. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein geopolitisches Thema. Von denen haben wir ja so wenig gehabt in den letzten Jahren. Das wird also auf jeden Fall nicht langweilig. Die uns auch in unserem Business in einer gewissen Art und Weise beeinflussen. Das ist Punkt Nummer 1. Hier gibt es tatsächlich keinen oder kaum einen wirklichen Weg, dem Ganzen zu entkommen. Ja. Punkt Nummer 2. Und jetzt wird es richtig spannend. Und zwar das Thema, bestimmt hast du schon mitbekommen, Temu. Dieses orangene T, neue Handelsplattform, Marktplatz, Konkurrenz für Amazon. Ich habe schon gesagt, nein, das ist vom Aufbau her genauso, wie das vor drei, vier Jahren mal dieses Wish war. Es ist kein wirklich substanzielles Geschäftsmodell. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie diese 1-Euro-Shops. Ey, gehen die Leute jetzt nur noch in 1-Euro-Shops und keiner geht mehr normal ins Kaufhaus oder ins Spielwarengeschäft oder kauft auf Amazon ein, weil es halt einen 1-Euro-Shop gibt, wo es alles für extrem günstig gibt. Nein, das ist natürlich nicht der Fall, zumal die Qualität dort oft relativ schlecht ist. Es jetzt auch schon erste Urteile gegen diese Plattform und die Produkte von dieser Plattform gibt. Aber
Sie schlägt eine Welle und das natürlich nicht nur hier bei uns in Europa, sondern auch in den USA gibt es diese Marktplätze. Und das hat einen unglaublich positiven Einfluss auf die Gebühren, die wir als Amazon-Seller zahlen. Nämlich wird es die Gebühren vermutlich deutlich reduzieren auf Amazon, weil Amazon natürlich als, ja, ich sage es einfach mal, seien wir ganz ehrlich, schau, wo du selbst einkaufst, Amazon hat fast so etwas wie ein Monopol. So, und natürlich will Amazon diese Stellung behalten. Bedeutet also, wenn andere Marktplätze reinkommen, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist schön. Das bedeutet, dass Amazon, um preistechnisch kompetitiv bleiben zu können, irgendwie die Händler dazu bringen möchte, ihre Preise nach unten anzupassen. Und das werden sie nur schaffen, wenn sie gleichzeitig ihre Gebühren senken. Und das haben wir jetzt auch schon in der ersten Kategorie gesehen, beispielsweise in der Kategorie Kleidung, in der Amazon die Gebühren teilweise um 7-8% von deinem Bruttoumsatz gesenkt hat. Bedeutet also 7-8% Margenpunkte mehr in einer bestimmten Preiskategorie. Und da werden sicherlich andere Kategorien noch zu folgen. Ja, das ist also eine super, super, super gute Sache, die uns 2024 erwarten wird. Allgemein der Preisdruck, den Amazon hat. Der zweite Punkt, und das ist eine Sache, da steigen die Gebühren wieder für uns, und zwar das Thema Logistik. Amazon hat in den letzten 1-2 Jahren intern massive Probleme und auch Fehler gemacht, was ihre eigene Logistik, also das letztendlich Fulfillment bei Amazon ausmacht. Wenn du auf Amazon verkaufst, dann ist es ja eigentlich naheliegend, dass du auch Amazon für dich deine Ware lagern lässt und dass Amazon diese Ware versendet. Und grundsätzlich geht man ja erstmal davon aus, dass Amazon da sehr gute Konditionen anbietet, weil Amazon einfach so groß ist und dementsprechend die besten Konditionen von DHL und Co. erhält. Das ist in weiten Teilen auch der Fall. Nichtsdestotrotz ist durch schwere Fehler, was die Lagerautomatisierung, Amazon gibt das natürlich nicht zu, aber wer sich ein bisschen mit Logistik auskennt, der sieht das extrem offenkundig. Amazon investiert unfassbar viele Millionen und Milliarden in Robotertechnologie, die mit eigentlich der Robotertechnologie, die unabhängig von Amazon entwickelt wurde, nicht so wirklich mithalten kann. Auch wenn das alles hochautomatisiert ist und super toll funktioniert, kostet es Amazon einfach viel zu viel Geld. Und das wiederum führt dazu, dass die Lagerhaltungskosten bei Amazon gestiegen sind und auch dieses Jahr weiter steigen werden. Und zwar teilweise um 10-20%. Das ist ein richtiger Schlag für uns als Seller, die Amazon als Fulfillment auch benutzen. Denn natürlich durch die Lagergebühren steigen indirekt allgemein unsere Logistikkosten. Und das kann sich auf deine Marge ausschlagen. So, und jetzt haben wir das als ersten Punkt und ich bitte dich, das jetzt in deinem Gedächtnis zu halten und den zweiten Punkt, auf den ich jetzt eingehen werde, zu berücksichtigen. Und zwar, gleichzeitig wächst Amazon in der Logistik unfassbar schnell und hat in Deutschland mittlerweile 15-25%, es gibt da irgendwie keine ganz konkrete Zahl zu, Anteil an den Paketsendungen overall. Das bedeutet, nicht DHL, UPS und so weiter und so fort, sondern Amazon macht mittlerweile 15-25% aller Paketsendungen in Deutschland selbst, also mit eigenen Mitarbeitern, ohne DHL, UPS, FedEx oder sonst irgendjemanden zu brauchen. Und das wiederum setzt DHL und die anderen Paketsender in unter Druck, also ähnlich wie Temu Amazon so ein bisschen unter Druck setzt, setzt Amazon auch andere Spediteure unter Druck und dadurch sinken die Preise teilweise, vor allem für E-Commerce-Seller, wenn man es smart verhandelt mit der DHL, wenn man es nicht über Amazon macht, sondern direkt ein eigenes Lager hat. Keine Sorge, du musst kein eigenes Lager machen, deine Garage dafür missbrauchen, Mitarbeiter anstellen dafür oder sonst irgendetwas, sondern es gibt dafür Lösungen von Drittanbietern, wie zum Beispiel e-commerce.de Logistics. Wir haben ja auch eine eigene Logistik mit einem kompletten Fulfillment-System, was vollautomatisiert deine Produkte in der genau gleichen Zeit wie Amazon versenden kann. Aber jetzt durch diese Preiserhöhung, die Amazon hat und gleichzeitig die Preissenkung, die wir durch auch natürlich starkes Wachstum auf unserer Seite mit DHL erzielen konnten und DPD, einen unglaublichen Kostenvorteil für viele Produkte. Man spricht dann dort nicht mehr von FBA, sondern von FBM, also trotzdem Verkauf auf Amazon, nur eben fulfilled by Merchant. Und das ist eine Sache, die wir gerade mit super vielen Kunden umsetzen und Stand jetzt Ende 2023 über 2000 Bestellungen jeden Tag, also 2000 Bestellungen jeden Tag, nur über unsere eigene Logistik für unsere Kunden gerade versenden. Das ist extrem viel dafür, dass wir das Ganze erst in einer relativ kurzen Zeit machen und wir erwarten Richtung Februar auf 10.000 bis 15.000 Bestellungen nur durch unsere Kunden jeden Tag.
zu kommen. Dafür bereiten wir uns gerade vor, einfach weil die Ersparnis so mega hoch ist. Das bedeutet, aus einem eigentlich negativen Kostenblock kannst du, wenn du jetzt agierst, als einer der wenigen einen Kostenvorteil daraus ziehen und pro Bestellung, die du auf Amazon machst, 2 bis 5 Euro mehr Gewinn machen, als wenn du es bei FBA machst. Das Ganze kann man ganz einfach nachkalkulieren. Und das Genialste an dieser ganzen Geschichte ist, ungefähr 80% der Private Label Seller nutzen FBA. Das bedeutet, du hast einen unfassbaren Kostenvorteil vor 80% deiner Mitbewerber. Und deswegen ist es auch so extrem wichtig, dass du unbedingt hier mit zur SellerCon dieses Jahr kommst, und zwar in Köln am 3. und 4. Februar, wo wir genau auf diese Themen eingehen und wo ich genau erkläre, wie für dich das möglich ist. Denn seien wir mal ganz ehrlich, du verkaufst ein Produkt für 40 oder 50 Euro und pro Produkt hast du 2 bis 5 Euro mehr Gewinn, nicht Umsatz, sondern mehr Gewinn, ohne dass du irgendwie mehr machen müsstest. Das ist schon einfach geil. Sagen wir mal, du verkaufst vielleicht 100 Produkte am Tag, dann könnten alleine 2 Euro schon 200 Euro am Tag sein. Du bist 24/7 online. Das bedeutet, du hast im Monat einfach 6.000 Euro mehr Gewinn mit einem Produkt, das 100 Bestellungen am Tag hat. Selbst wenn du nur 10 Bestellungen hättest, wären es schon 600 Euro mehr Gewinn. Also das sind echt große, große, große Zahlen, die man da an Geld mehr machen kann, wenn man wiederum richtig vorgeht. Also das tut, was die wenigsten tun. Und genau das ist das, was wir hier bei e-commerce.de ja auch vermitteln wollen und warum ich überhaupt diese Videos mache, um dir eben dabei zu helfen. Deswegen würde ich mich auch super darüber freuen, wenn du einfach mal aufhörst, immer nur meine Videos zu gucken und ehrlich einfach mal den Abonnieren-Button drauf smasht mit deiner Hand, Daumen, Finger, wie auch immer, oder Maus, damit wir abonnententechnisch wachsen und dadurch ich noch mehr motiviert bin und ich mir noch mehr von noch mehr Leuten anhören muss, dass ich sowas wie ein Influencer wäre. Das ist bitte nicht förderlich, aber trotzdem, wir freuen uns immer über jedes Abonnement. Und das motiviert uns natürlich auch, mehr Energie in richtig geile Videos reinzustecken. Und wie gesagt, das darfst du nicht verpassen, wenn du ernsthaft 2024 nach vorne preschen willst. Hol dir ein SellerCon-Ticket und es ist mir scheißegal, wo du aus Deutschland herkommst. Wir kommen selbst aus Berlin, fahren also durch das ganze Land. Ich bringe ein ganzes Team mit, wir bringen Equipment mit. Wir haben die Motor World gemietet. Das ist die krasseste Event-Location in ganz Köln. Das heißt, es wird wirklich, wirklich, wirklich wild. Das kann man so wie immer unsere Events nicht vergleichen mit irgendwelchen cringen Messen oder Seminaren oder whatever, sondern das ist wirklich life-changing. 2 Tage, über 500 Leute, mein gesamtes Team, Power voran, gleichgesinnte Netzwerke und wirklich, 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 wirklich Mehrwert, den du so nirgendwo anders bekommen kannst. Hol dir also dein Ticket und dann sehen wir uns. Und 2024 kann ich dir jetzt schon sagen, am Ende des Jahres kann ich so ein Video machen und wieder sagen, Amazon FBA 2024, das war ein Jahr mit richtig fetten Margen für diejenigen, die genau wussten, wie sie vorgehen sollen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Mein Name ist Niklas Spielmeier. Bis dahin. Ciao.